Ja, die CDU, Frau Merkel, die hat auch Neuwahlen ausgeschlossen. Das hat sie schon ganz zu Beginn klargemacht, als das erste Mal in Richtung Jamaika verhandelt worden ist. Jetzt hatten wir gerade eine Stimme der Grünen gehört, der Opposition. Wir hatten aber auch Gelegenheit, mit anderen Parlamentariern hier im Europäischen Parlament zu sprechen. Und den Anfang macht jetzt von der CDU Werner Langen. Die Bundeskanzlerin wird weiterhin die Richtlinien der Politik ausgeben. Wir werden viele wichtige andere einschließlich des Wirtschaftsministeriums haben. Und ich glaube, dass auf dieser Grundlage diese eine ausbalancierte Geschichte haben. Die CDU ist der stärkere Partner, rein von der Zahl her innerhalb der Koalition. Und wir haben, glaube ich, einen ausgewogenen Koalitionsvertrag, in dem wir soziale Gerechtigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, starker Ausbau des Digitalen für zukünftig und Handlungsfähigkeit in Europa haben. Ich glaube, das ist insgesamt eine gute Sache. Und manche Wirtschaftler, die sich jetzt beschweren sollten, sollten sich nicht bei uns beschweren, sondern bei Herrn Lindner, der verantwortungslos war und nicht Verantwortung übernehmen wollte. Jetzt schwebt über allen noch das Damoklesschwert des Mitgliederentscheids der SPD, der irgendwann im März kommen wird. Sollte der negativ diesen Koalitionsvertrag bescheiden, was bedeutet das für die CDU und für die Zukunft von Angela Merkel? Also erstmal nichts für Angela Merkel. Wir werden dann irgendwann relativ schnell zu Neuwahlen gehen. Und dies wird mehr für die SPD bedeuten. Denn wir wissen das ja, dass sie werden dann drittstärkste Partei. Es wird nur der AfD helfen. Und ich hoffe nicht, dass so viel Verantwortungslosigkeit da ist, jetzt der AfD auf die Sprünge zu helfen. Und wenn ich den Gewerkschaften richtig zuhöre, sagen die, das ist so viel erreicht worden im Bereich des Arbeitsmarktes, im Bereich der sozialen Gerechtigkeit und so weiter, dass es fehlerhaft wäre, dieses liegen zu lassen, wie Rainer Hoffmann gesagt hat. Und ich hoffe, dass die Basis der SPD das genauso sieht wie der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Es ist ein durch und durch sozialdemokratisches Papier, was Sie als Koalitionsvertrag vorlegen. Ich sehe das als den totalen Bankrott einer christdemokratischen, christsozialen Politik. Das ist der Bankrott von Frau Merkel. Das ist völlig offenkundig. Sie wollte partout und unter allen Bedingungen weiter regieren. Das ist dabei rausgekommen. Und diese Zwergenpartei von der SPD mit gerade noch 17% hat sich hier in den inhaltlichen Positionen durchgesetzt, weil die CDU einfach offensichtlich nicht mehr imstande ist, da hart zu verhandeln. Das ist mehr Staatsinterventionismus. Das ist ein zutiefst unfreiheitliches Ergebnis, was wir da sehen in allen Politikfeldern. Die könnten wir durchdeklinieren. Ich gehe davon aus, dass das auch keine 4 Jahre Bestand haben wird. Die haben da in puncto Ministerien abgeräumt. Und ich führe das auch darauf zurück, dass man es ja der SPD-Basis nun irgendwie noch schmackhaft machen muss. Wenn die nämlich nicht zustimmen, ist alles hinfällig. Und also musste die CDU da offensichtlich gigantische Zugeständnisse machen. Das also ist das klägliche Ergebnis nach 4 Monaten Verhandeln. Es ist ein Trauerspiel, was wir da erleben. Es geht nicht um die Personen und Posten, sondern es geht um die Inhalte. Und gerade im Bereich der europäischen Politik sind große Fortschritte gemacht worden, wenn wir sehen, dass ein Schwerpunkt auf die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, dass der Sozialpakt vorangebracht werden soll, dass auch die Rechtsstaatlichkeit in den Staaten der Europäischen Union stärker durchgesetzt werden soll. Das ist etwas, das auf jeden Fall wichtig ist. Wir werden jetzt die Texte natürlich erstmal ganz genau uns anschauen müssen, um dann zu bewerten, können wir jetzt in die Regierungsverantwortung gehen oder nicht. Das werden die Mitglieder der SPD beschließen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich freue mich sehr. Ich habe vertraut auf den Drang der SPD, wieder in die Ministerien zu gehen und ich unterstütze das. Es tut mir leid um die letzten Reste verbliebener Sozialdemokratie in der SPD, aber mir fällt ein Stein vom Herzen. Wenn wir Neuwahlen bekommen hätten, dann hätten wir jetzt 30.000 Unterstützerunterschriften sammeln müssen aus dem Stand heraus und das wäre eine Heidenarbeit gewesen. Ja, das war ein bisschen humoristischer Herr Sonnenborn am Ende und ich entschuldige mich, am Anfang haben Sie natürlich Elmar Brok gehört, der ist ja auch Mitglied der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, das ist der kleine Fehler von meiner Seite. Ja, Sie haben die Stimmen gehört, der Parlamentarier, die heute sich hier geäußert haben, uns gegenüber am Rande der Debatte, die heute hier eigentlich zum Thema transnationale Wählerlisten für die Wahlen 2019 für das Europäische Parlament gelten, aber natürlich ist heute die Debatte auch bestimmt von den Ergebnissen in Berlin. Marlon Herrmann, an so einem Tag kann einem ja schon mal was unterlaufen oder mir unterlaufen. Ich hoffe, ich habe Ihre erste Antwort richtig gehört. Haben Sie da gesagt, dass Sie mit mehreren EVP-Abgeordneten gesprochen haben, die tatsächlich den Außenminister Martin Schulz als eine Art, vielleicht übertreibe ich jetzt, Horrorszenario wahrgenommen haben?
Also Horrorszenario hat niemand gesagt, aber geschäumt haben ja einige, die gesagt haben, wie konnte es passieren, dass die CDU dieses so wichtige Ministerium des Außenministeriums, des Auswärtigen Amtes, an die SPD abgibt. Denn letztendlich ist das auch eines der beliebtesten und eines der wichtigsten Ministerien, gerade wenn es um das Thema Außenwirkung geht. Das fällt nun an die Sozialdemokraten. Hier hat man aus Sicht der CDU-CSU sicherlich große Konzessionen gegenüber dem Willy-Brandt-Haus und auch den Genossen dort gemacht. Und das beunruhigt natürlich hier viele EVP-Abgeordnete. Obwohl natürlich auch bekannt ist, dass Martin Schulz letztendlich auch vielen Abgeordneten hier aus seiner Tätigkeit als Parlamentspräsident noch geläufig ist. Und jetzt ist die große Debatte tatsächlich, wie wird sich das alles nachher zusammenrückeln. Also von daher vor allen Dingen auch kritische Töne in diese Richtung von den LVP-Fraktionsmitgliedern, die wir hier heute fragen konnten. Ja, da würde ich Ihnen zum Ende doch noch mal gerne eine Frage stellen, die sich ja daraus ergibt, was Sie gerade sagen. Ich meine, die meisten Europaabgeordneten kennen ja Martin Schulz sehr gut und nehme ich mal an, geben ihm sozusagen auch den Kredit und sagen, er wird sicherlich in Sachen Europa eher proeuropäisch auftreten. Inwiefern ist dann wirklich dieser starke Gegenwind, wenn ich ihn so wahrnehme, wenn ich ihn zuhöre, zu erklären? Ist das rein parteipolitisch gesehen oder hat das doch auch etwas zu tun mit dem, wie Martin Schulz im Europäischen Parlament gesehen wird? Ich glaube eher mit dem Ersten. Das Thema, ich hatte es gerade ja erwähnt, das Außenministerium ist ein Ministerium, in dem man vor allen Dingen viel gestalten kann. Wenn wir aus dem Blickwinkel der Europapolitik hier auf den Koalitionsvertrag schauen, dann sehen wir doch, dass die großen Fragen, nämlich zum Beispiel, wird Deutschland einen Schulterschluss mit Frankreich führen? Ich zitiere zum Beispiel Herrn Brok, der gesprochen hat, es braucht vielleicht auch einen neuen Élysée-Vertrag in Anführungszeichen, also eine neue starke Brücke zwischen Frankreich und zwischen Deutschland bei der Bewältigung der großen Herausforderungen, die vor der Europäischen Union stehen. Nehmen wir beispielsweise die Flüchtlingskrise oder die Jugendarbeitslosigkeit, die bekämpft werden soll, aber auch viele andere Themen. Die Finanzkrise ist ja jetzt gerade in einem Rahmen, in dem man sie auch organisieren konnte und mit einer Gesetzgebung eindämmen konnte, aber die Themen können natürlich wieder aufs Tapet kommen und ein Kandidat der CDU wäre hier sicherlich vielen EVP-Abgeordneten lieber gewesen als Martin Schulz. Vielen Dank, Marlon Herrmann, für die Einschätzungen und die Ansichten aus dem Europäischen Parlament, die uns doch noch mal einen ganz weiteren Blick gegeben haben an diesem Vormittag. Vielen Dank.